Da sind wir auch wieder schon zurück in Fallout Explorers und ich habe mal ein bisschen hier was, eine ganz, ganz kleine, minimale Umbauaktion gestartet. Ich habe die Batterie, die wir hier hatten, weggerissen, habe hier eine Erweiterung eingebaut und habe jetzt hier drei Batterien rangesetzt, in der Hoffnung, dass wenn wir jetzt hier unsere Kohle reinpacken, dass die einfach geladen werden, dass wir eine kleine Chance haben, wenn die Kohle aus ist, dass wir einfach genug Strom haben. Ihr seht, 2%, 3%, 3%, also es funktioniert. Die laden. Dann können wir auch mal in Zukunft gucken, wie das so abläuft. Hier wird natürlich jetzt Stahl, hier wird jetzt Stahl produziert. Und wir können uns jetzt entweder überlegen, entweder wir bringen jetzt das Kupfer her, aber ich glaube, wir bauen jetzt erstmal die Anlage hier fertig. Das Zeug wird ja jetzt hier beliefert. Das heißt, wir können hier gemütlich natürlich, wenn es Fließband dran ist, hier diese Einführung schon mal machen. So. Das wäre schon mal erledigt. Jetzt haben wir natürlich die Stromkabel. Wir brauchen definitiv noch ein paar Robotic Arms. Zack. Die packen wir mal dahin. So, dann müssen wir mal planen. Wir wollen ja erstmal hier die Anlage hier erweitern. Wir wollen auch die Anlage erweitern. Im Endeffekt muss ich jetzt mal gucken. Ah, come on. Das soll doch nicht so schwer sein. So. Absichtlich wieder falsch rum, sonst kriegen wir hier gleich Platten in alle Richtungen raus. Na komm, hallo. Ja, da war es kurz. Ich frage mich halt, wenn ich jetzt... Das teste ich mal kurz aus. Warte, ich setze es trotzdem falsch rum hin. Ne, ich habe es nicht falsch rum hingesetzt. Scheiße. Er holt jetzt aber... Doch, das ist Kupfer, oder? Ein Kupfer... Nein. Okay, also hier passt. Gut, wir setzen nochmal hin. Bloß diesmal wirklich falsch rum. So. Oh, jetzt holt das daraus, oder? Ne, okay, passt. Und natürlich kommt hier noch eine Arm hin. So, dann hätten wir das schon mal. Also, dann brauchen wir jetzt. Wir gucken, hoppla. Production. Wir brauchen natürlich die Hydraulikpresse. Wir brauchen 1, 2, 3. Wir bauen eiskalt 3 Stück. Wir brauchen Fließbänder. Gehen wir mal so lang. Ich habe natürlich Angst, dass das Ganze hier nicht passt. Ich weiß auch nicht, warum ich das so rumgebaut habe. Aber gut, im Endeffekt kann ich dann hier hinten die Zahnräder direkt so hinbringen. Aber okay. Meine Sorge ist eher, ja, scheiße, die Anlage wird zu groß sein wahrscheinlich. Wobei, ich kann eine Anlage so hinsetzen. Und eine Anlage so hinsetzen. Und die nächste Anlage könnte ich dann so hinsetzen. Wobei, die muss wahrscheinlich hier drüben. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich es baue. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ich hoffe, mit den Anschlüssen kriege ich das hin. Aber zuerst brauchen wir natürlich... Gott, ich habe schon ewig keine Fließbänder mehr gebaut. Belts, 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 da. Massenhaft davon. So. Dann erweitern wir das einfach. Ich glaube, es wird ganz schön werden. So. Dann kommt das. Hierhin. Dahin. Und dahin. Alter! Es sieht zwar geil aus. Also, es sieht wirklich geil aus. Das Problem ist nur der Stromanschluss. Weil der Stromanschluss ist hinten. Sprich, die Anlage wäre im Weg. Och, komm, ey. Wegen solchen Kleinigkeiten verkackt es hier wieder alles. Hier, weil der Stromanschluss ist nämlich da. Aha. Ist doch kacke. Wir könnten natürlich auch, aber... Das macht wenig Sinn, wenn ich jetzt hier einen zweiten Roboter draufsetze, der dann auch auf das Fließband draufsetzt, weil die Anlage schafft eh nicht mehr. Ja, da müssen wir leider Gottes... das so machen. Ich setze es mal kurz so hin. Was? Jetzt kann der seitlich nehmen. Willst du mich verarschen?
Gib mir meine Ressourcen wieder. Ach, die zwei Platten. Egal. Ah, dann. Das müsste hier auch noch gehen. Come on. Come on. Ich will dich da hinsetzen, wo du gerade eben schon warst. Ja, halt. Dann halt in die Richtung Ausgabe. So. Sehr schön. Er soll hier drauf geben. Dann machen wir das Ganze halt so rum. Ja, genau. Und das Ganze kommt dann, nein. Ah, das geht jetzt nur so, ne? Das. Schon wieder! Oh! Meine Güte, der frisst aber den Sauerstoff auf, habe ich das Gefühl. So. Okay, drei Anlagen sind da. Strom kriegen wir. Also wenn das jetzt nicht gerade direkt auf die Basis drauf ist. Strom kriegen wir über unsere Oberleitungen. Beziehungsweise. Ne, das geht nicht. Wir bauen unsere Oberleitungen. Das heißt, wir werden erstmal nach oben gehen mit unseren Leitungen. So. Ach, wieder die Geschichte. Einmal hier hin. Einmal da und einmal hier. Dann können wir das wunderbar in die Richtung leiten. Das Ganze dann so rum. Und schon gehen uns wieder alle Ressourcen aus. Supply, Electric. So, wir machen jetzt einfach echt mal ein paar mehr. Ey. Das ist langsam echt nervig. So. Ich habe noch gar nicht ausgerechnet, ob der Strom reicht. Aber bei 10.000 plus den zwei Solarfeldern sollte es doch eigentlich reichen. So. Einmal hier rüber. Jetzt könnten wir theoretisch entweder das T-Stück hier einbauen und einfach hier rüber gehen. Und da noch eins ein. Ja, doch, komm, das machen wir so. Das heißt, hallo? Da andocken bitte, danke. Oh Mann. Jetzt kommen die Space Engineers Probleme. Hallo? R? Ich drehe in die Richtung. T, ich drehe in die Richtung. Ich kann das scheiß Ding nicht drehen. Was zum. Haltet mich für blöd vielleicht, aber. Ja, ja! Ah. Geht doch. Wird sogar die Musik episch. So, hier ist jetzt Strom aus. Oh mein Gott, die Schmelzen arbeiten nicht mehr, ich sehe nichts. Weil alles zu hell ist. So. Zack. Was sagt der Stromverbrauch? Oh, geil. Gleich wieder aus. Hier haben wir dafür einiges an Stahl bekommen, immerhin. Sehr gut. Diese Anlagen haben jetzt Strom. Und eigentlich bin ich gewillt. Und das machen wir auch. Wartet mal. So, das Ganze drehe ich. Ich warte noch eben, bis der Kram hier verarbeitet ist. Denn wir bauen auch diese Anlage um. Das sieht nämlich alles richtig schön aus, wie das hier gerade rauskommt. Wir nehmen hier seitlich raus, also werden wir auch hier gleich seitlich rausnehmen. Ich muss eigentlich dazu nur das Ding hier drehen. Nein. Oh Gott. Ich meine das drehen. Oh Gott, bloß nicht drehen. Dann bleibt's da. Wir können aber schon mal den Arm hier wegnehmen und könnten den theoretisch dann hier hinpacken. Na, oh Gott, das wird ja auf die Stromleitung, genau. Na, komm, ja. So, den können wir idealerweise hier hinlegen. Und dann können wir das Ganze einfach so bauen. So, haben wir alles verarbeitet? Gut. Dann kann das weg. Ungern reiße ich das Licht ab, aber es ist leider im Weg. Huch. Hey, ihr Schweine. So. So, dann kommt das erstmal weg.
Das packen wir weg. So, dann kann man ganz gemütlich einfach auf die gleiche Höhe das Zeug holen. Oh, haben wir genug Platz? Ah ja, gut. So. Dann brauche ich natürlich unsere Presse. Oh, da war noch Kabel. Da war noch ein... Hä? Da war kein Kabel? Ach, dann ist es die Grafik. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. So, hier könnte man theoretisch sogar direkt rausgehen. Müssen nur darüber gehen. Das heißt, hier wieder ein T-Stückchen. Ja. Sieht schön aus. Ist ein bisschen schade, die Dinger verbrauchen hier die ganze Zeit Strom, wenn man hier sieht. Hoppla. So. Wunderbar. Man sieht auch, also hier, ne? Kohle draus. 82, 81, 80. Und hier läuft fast noch alles. Also selbst die drei Dinger laufen hier. Bis auf das Ding. Das läuft nicht. Da hat dann die Batterienkapazität nicht mehr gereicht. Aber es läuft einigermaßen. Das finde ich schön. So. Jetzt aber zu dem Punkt. Wir brauchen Kupferplatten. Um dieses Gear-Ding zu machen. Und natürlich auch... ja gut, Ironplatten haben wir genug. Das heißt... Ja, bitte. Ah ja, okay. Das heißt, wir machen es jetzt ganz einfach. Wir werden erstmal das hier einfach direkt hier... Ach, geht das nicht mit dich? Das sieht einfach nicht schön aus, so. Aber okay. So, einmal. Zweimal. So, somit kommen jetzt hier die ersten Kupferplatten. Natürlich werden Eisenplatten auch parallel gemacht. Hier oben werden wir direkt an dieses Fließband hier. Sprich, ich werde das hier einfach weiterziehen. Da kommt das, die Gierfabrik hin. Oh, sehr schön. Und hier kommt dann später die Schaltkreisproduktion hin. Wie auch immer die funktionieren mag, wir werden es feststellen dann. Aber genau so habe ich es mir jetzt schon ein bisschen schöner vorgestellt. Wenn man hier mal F1 drückt. Ach, das sieht auch echt gut aus. Schön. Alle Fließbänder in einer Reihe. Klar, die schmelzen. Hätten natürlich auch in eine Reihe gekonnt. Aber dann hätten wir quasi... Diese Lager, ja, müssen um 90 Grad drehen, dass wir quasi hier ein Lager haben und hier ein Lager haben. Wenn ihr wollt, dass ich das so bauen soll, gebt mir Bescheid. Dann spiele ich wieder Abreißmännchen und wir kümmern uns darum. So, ansonsten sieht das doch schon mal sehr gut aus. Ah, es sieht einfach cool aus, wie das ganze Zeug hier unten. Zack, 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 kommen neue Platten. Wir brauchen, glaube ich, 50 Platten waren es. Dann lassen wir mal die Anlage laufen. Und widmen uns mal der Versorgung. Beziehungsweise, naja, gut, wir haben ja noch... Ha, wir haben genug Versorgung. Was wir machen könnten ist, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel Verbrauch habe, wir könnten uns mal wieder eine neue Ladung Sauerstofffläschchen organisieren. Stirb, du ekliges Etwas... So, Kohle. Jawohl, haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Kupfer. Oh. Kein Kupfer. Was da los? Kein Strom? Was ist da los? Wieso haben wir hier keinen Strom? Hä? Das will ich jetzt nicht verstehen. Wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist genau über dir. Also eigentlich müsste es theoretisch ja funktionieren. Aber es funktioniert nicht. Okay. Weil es nicht funktioniert, dann setzen wir dich halt mal da dran. Kriegen wir das so hin vielleicht? Nein, kriegen wir nicht hin. Okay. Einen Moment.
Das ist ja kein Problem. So, dann setzen wir dich halt ein bisschen weiter weg. Hier vielleicht hin. Na, flieg hoch. Hoppla. So. Ah. Okay. Gut, dann waren die Gebäude wahrscheinlich irgendwie im Weg. Keine Ahnung. Wie viel haben wir noch hier? 4440, alles klar. So, wir wollten Sauerstoff holen. Wir können auch gleich noch ein bisschen Nahrung holen. 109. Ja, ich glaube, Nahrung wird uns nicht so schnell ausgehen. Und das Ding hier gibt uns mal ein paar Sauerstoffflaschen. Sehr schön. Gut. Schon sind wir in dem Bereich wieder fertig. Ja, Fließbänder. Wenn wir, ach, das mache ich jetzt nicht. Oder? Doch, komm, komm. Okay. Production. Convoy Belts. Hier haben wir genug. Wahrscheinlich werden mal 100 Stück nicht mal reichen. Wahrscheinlich. So, das ist unsere Ausgangsposition hier hinten. Ein ewig langer Weg, sag ich euch. So. Ich glaube, so war es am besten beim letzten Mal. So zu stehen. Ja, klappt nicht immer. Ah, ne, sieht gut aus, sieht gut aus. Ein Hoch auf die nicht vorhandene Physik. Es lebe die Schwebebänder. Was mich wundert ist, dass es keine schnelleren gibt. Ich meine, ja gut, okay, es gibt die Container, die da in Hypergeschwindigkeit durchschießen. Das finde ich aber eher schwachsinnig. Theoretisch könnten wir hier mittig durch. Das heißt, wir gehen jetzt hier noch... So? Ja, das sieht gut aus. So, dann haben wir doch hier eine... Die ist bestimmt falsch rum. Nee. Haben wir noch eine da? Nee, haben wir nicht. Transport left. Wo ist er denn hin? Ach, scheiße, da hinten. Augen auf, Mann. So, zu spät. Egal. Macht nichts. So. Und ja, ich weiß, es gibt auch noch Forschung. Das müssen wir auch noch irgendwann mal angucken. Ich hoffe, die ist nicht so kompliziert wie in Fortress Craft. Da hat es ein bisschen gedauert, nach ein paar Videos angucken, wie das Ding funktioniert. Das war echt kompliziert. Ich hoffe hier auf gute, alternative, einfache Lösungen. Ich hoffe, wir sind hoch genug, weil jetzt ja dieser Berg kommt. Oh, wir fliegen drüber. Ha! Hehehe. Sehr, sehr awesome. Wow, mal eben 100 verbraten. Und wir sind noch nicht da. Mal kurz das Ding hier wegmachen. So, für was auch immer Holz gut ist. Ich weiß es nicht. Gut, dann bauen wir halt nochmal 100 Stück. So. Habe ich jetzt gerade 3 Stück draufgesetzt auf einmal? Das hat sich zumindest gerade so angefühlt. Noch ein Baum? Hä? Bist du gerade daran gewachsen oder was? Das geht nicht weg. Okay, weiter geht's. So. Ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall an unserer Hauptschmelzbasis gleich noch was abändern. Ich habe da nämlich noch eine Idee. Ich ziehe einfach mal gerade durch, weil ich keine Ahnung habe, wo die Dinger sind. Ich höre es zwar, aber ich sehe nichts. Ah, da wäre zum Beispiel ein Lager. Können wir hier einfach direkt drauf. Wunderbar. Und das andere Lager wäre hier. Warte. So, das wäre ungefähr so. Also können wir da schon mal ein Fließband rüberpacken.
So, wir müssen natürlich hier noch hoch und runter stufen, das weiß ich. Genauso wie hier. Müssen wir hoch und runter stufen. Da können wir aber auch eigentlich... Ja, das Ganze können wir auch hier machen. Nee. So, ich lege das mal ganz kurz so hin. Also, wir brauchen, was ist das? Condition Down und Down. Nö, das bringt uns gar nichts. Production. Wir brauchen hoch. Ab. Wir brauchen natürlich zweimal ab. Ach scheiße, das gibt immer vier. Naja, okay. Und davon zwei Stück. Vielleicht brauchen wir auch... So ein Split habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht brauchen wir auch noch das gerade Stück. Ich weiß nicht. Bauen wir einfach mal. So, ab 1, ab 2 und die geraden Dinger. Das heißt, wir gehen erstmal hier hoch. Und wie es aussieht, brauchen wir nochmal einen hoch. Jawohl. Jawohl. Und dann brauchen wir... Passt das? Nee, siehst du, das passt nämlich nicht. Da brauchen wir nämlich den da hier. Wenn er richtig rum ist. Nein. T. T. Oh. So. Alter, ich hoffe, das funktioniert. Ich wäre sonst ziemlich stinkig. Das könnt ihr mir glauben. Das brauchen wir eh gerade nicht. So, dann. So, dann brauchen wir natürlich auch hier wieder. Den Arm können wir, glaube ich. Hallo? Warte, wo müssen wir hin? Ah, wir müssen auf die Seite. Entschuldigung. Ich würde ja so gern. Danke. So. Einmal hoch. Einmal noch hoch. So rum, oder? Oder so rum? Ich glaube, so rum war's. Ui, ich hoffe, da habe ich jetzt drüben gar nicht drauf geachtet. Passt? Jawohl. So. Greifer. Oh, haben wir nur noch einen? Okay. Robots. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Greifer davon. Und wir müssen jetzt gucken. Wir brauchen natürlich drüben jetzt die intelligenten Greifer. Weil sonst landet außersehen Kohle auf unserem Produktionsanlagen von den Kupfersachen. Deswegen brauchen wir schon mal einen smarten. Wir brauchen leider zwei. Wir haben aber zu wenig Stahl. Das ist aber kein Problem. Das lösen wir gleich. Erstmal gucke ich Kupfer, ob das funktioniert, wie ich es vorhatte. Sobald ich das da hinkriege. Hallo. Ach ja. So, weg damit. So, Kupfer kommt schon mal drauf. Sieht gut aus. Passt alles. Sehr gut. Dann kriegen wir zumindest mal das Kupfer auf unserem gefühlten 10 Kilometer Band drauf. Oh, guck mal, der ist gerade selber geplatzt. Der verträgt es wohl nicht, auf Kohle zu laufen, ne? So, wenn wir gerade hier sind, klauen wir uns kurz ein bisschen Sauerstoff. Dann brauchen wir schon keine Flaschen nutzen. Oh, hoppla. Ich wollte eigentlich da draufklicken, eben. Nur zum Gucken. Okay, ist auch leer. So, einmal bitte tanken. Was? Too many objects on convoy belts build transport condition to reduce the number of production at the same time over convoyor belts or the base controller could solve some overload problems. Robotic arms will not get more production from machine until the number of product decrease to a normal situation. Check if... Okay, irgendwo hat's... Das ist nicht dein Ernst. Also irgendwo hat's zu viele Materialien auf Bändern. Ich soll die anderen nutzen. Ich befürchte... Ist das beschissen gemacht. Sorry. Also ganz ehrlich, sorry. Es gibt hier Fließbänder.
Und weil die jetzt Angst haben, also die, das ist jetzt einfach meine Vermutung, an was es liegt. Die Entwickler haben Angst, dass wenn zu viel Zeug auf dem Fließband ist, dass die Performance in den Keller geht. Sprich, um das zu lösen, müssten wir jetzt das komplette Fließband wieder abreißen. Und diese Dinger hier, die Transport Conditions draufpacken, weil da wird das Zeug ja quasi teleportiert. Und ihr seht, wie lang diese Strecke ist. Und ich glaube, es betrifft nicht nur dieses Fließband, sondern es betrifft irgendwie das ganze Spiel. Wir sehen ja hier, sehen wir das hier? Da, da ist Zeug drin, da kommt nichts raus. Das wird quasi erst passieren, wenn das ganze Kupfer, das wir jetzt hier da gerade rüber geschickt haben mit Fließbändern, wenn das da drüben ankommt. Das heißt, wir haben eigentlich gerade alles völlig umsonst getan. Also, naja, na doch, es ist umsonst, weil ich muss alles nochmal neu abreißen. Das Beschissene daran ist, dass ich nicht weiß, was ich jetzt mit so vielen, das sind bestimmt 300 Fließbändern, was ich damit machen soll. Und das ganz Schlimme daran ist, ich muss diese ganze Strecke nochmal machen. Ja, ja, weiß ich. Conveyor Belts or the Base Control Cold Stuffer. Keine Ahnung. So, da kommt das Zeug jetzt wieder rein. Das ist echt. Oh, zum Kotzen. Reicht's? Es reicht nicht mal. Meine Fresse. Wir haben keinen Strom mehr. Ja, gut, okay. Kohle rein damit. Zack. Anlage läuft wieder. Kupfer wird gemacht. Ja, da wird nichts gemacht. Jetzt kümmern wir uns erstmal um ein anderes Problem. Nö, wir haben gerade kein Problem. Ach, warte mal, wir brauchen doch nur. Doch, wir brauchen zwei Arme dafür. Egal. Production. Die Gierpresse braucht 50 Kupferplatten. Ja gut, das wird noch eine Weile dauern, bis hier die 50 drin sind. Wir könnten alternativ auch einfach mal das Ding erstmal hier drüben anschließen. Und dann haben wir eine doppelte Produktion. Habe ich noch so ein Ding? Oh ne, habe ich gar nicht mehr. Oder ich sehe es schon wieder nicht. Wäre nicht das erste Mal. Okay, dann. Da hier. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier das abreißen muss, dann kann ich auch gleich einen Zug bauen. Wir gucken gleich mal, was der Zug kosten würde. Weil dann baue ich einen Zug. Also, bevor ich jetzt hier nochmal ein Fließband setze und so, also. So, von links nach rechts. Nee, Quatsch. Nach links. So. Ja, ich weiß es. Danke für diesen glorreichen Hinweis. Ist der richtig rum? Jetzt sehe ich es ja nicht mehr. Ja, der ist richtig rum. Leider haben wir nichts da. Gut, das heißt. Kam da gerade was raus? Sollte funktionieren, oder? Jawohl. Sehr schön. Okay, gut, dann. Boah. Sorry, wenn es so dunkel ist. Ich fliege mal hier am Fließband entlang. Dann fliegen wir jetzt zurück. Ich tue den Arm weg. Tu dann alle Fließbänder weg. Und dann überlegen wir uns mal, beziehungsweise eigentlich können wir uns das jetzt schon überlegen. Train. Also, Train Track kostet nur Eisenplatten. Das heißt, wir können uns das auf jeden Fall leisten. Das ist schon mal gut. Dann den Zug selber. Okay, kostet Iron Gear, 20 Stück. Wir sind gerade dabei, das zu produzieren, also wird das auch nicht so das Problem sein. Dann der Karren, wo das Zeug reinkommt, braucht auch noch ein bisschen Zahnräder, auch kein Problem also. Vielleicht setze ich sogar noch einen Turin dazu, mal gucken. Und die kostet natürlich auch nur. Was ich mich gerade frage, hier sind ja nur Sachen zum Hoch und Runter, aber wie gehe ich um Ecken? Das werden wir dann. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr witzig. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir machen hier nochmal kurz einen kleinen Cut. Und mit diesem wunderschönen, aber nicht ganz ungefährlichen Feuerwerk verabschiede ich mich in die kleine Pause. Und wir sehen uns einfach. Oh, wow.
by an asteroid. An object has been destroyed by an asteroid. To avoid this, build more automatic turrets. Ja, toll, danke. Tja, wo auch immer der gerade reingekracht ist, wir schauen uns das einfach in der nächsten Folge an. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.